Kundgebung in der Westfalenhalle eröffne ich den Bundestagswahlkampf der CDU-CSU. Unsere Gedanken gehen in dieser Stunde über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus. Wir grüßen alle Deutschen, die gegen ihren Willen gezwungen sind, getrennt von uns zu leben. Wir wollen uns von unseren Plätzen erheben und schweigend die symbolische Vertretung dieser Gebiete empfangen. Wir grüßen Brandenburg, Mecklenburg, Sachsen, Thüringen. Wir grüßen die Ostpreußen und Westpreußen, Pommern, die Niederschlesier und Oberschlesier. Wir grüßen die Deutschen aus dem Sudetenland, aus Danzig, Siebenbürgen und dem Banat. Das ist kein Nationalismus, meine Freunde. Das ist das Nationalgefühl, was jedem gesund denkenden Menschen innewohnen muss. Er muss sein Land, das eine lange, lange Geschichte, die viele Jahrhunderte zurückgeht, hat, muss er kennen und muss er lieben und muss er verehren lernen. Dann wird er auch bereit sein, für diesen Staat die notwendigen Opfer jeder Art zu tragen.